Es ist offiziell. Genauso viele Frauen zocken Computerspiele wie Männer. Aber gleichberechtigt ist die Gamer-Szene deswegen nicht. Der Vorwurf, sexistische Stereotypen dominieren das Frauenbild. Meist als hübsches Beiwerk zum männlichen Helden. Für die Gamerin Monomon gehört die Überzeichnung weiblicher Charaktere zum Wesen von Computerspielen. Genau wie Männer am liebsten muskelbepackte Figuren auswählen, identifiziert sie sich mit Lara Croft und Chun-Li und genießt es besonders, als vermeintlich harmloses Mädchen virtuelle Machos zu schlagen. Und dann kommst du da mit deinem Charakter, der ein Schuhmädchenkostüm anhat, aber dann fegst du alle weg. Alle, die gegen dich antreten. Macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Ich glaube, das ist es anderen auch. Du kannst auch irgendeinen bösen, gruseligen Charakter nehmen. Aber das ist dann wieder so nicht ich. Dann bin ich doch lieber. Ich bin zwar dann das kleine Mädchen, aber dann trotzdem stark. Aber bei allem Selbstbewusstsein bemerkt auch sie. Als Frau hinter dem Controller wird man ab und zu doch unterschiedlich wahrgenommen. Wenn du jetzt hier bei Twitch oder so einen Channel hast und da dich irgendwie mit einem knappen Top zeigst und spielst, dann geht's denen, die dazu gucken, hauptsächlich nicht ums Spiel. Aber das heißt trotzdem nicht, dass du dann halt irgendwie für jedermann zu haben bist oder so. Bleibt also die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Darstellung von Frauen in Computerspielen und der Wahrnehmung von Frauen, die Computerspielen. Webfeministin Anita Sarkeesian behauptet in ihrer Videoreihe Tropes vs. Women in Games, die meisten Spiele stellen Frauen als hilflose Püppchen dar und verfestigen so Geschlechterklischees. Es folgen Beleidigungen und sogar Morddrohungen gegen Sarkeesian im Rahmen der sogenannten Gamergate-Kontroverse. Doch so abwegig ist ihre These nicht, findet man in der Wissenschaft. Sabine Hahn hat selbst 10 Jahre lang in der Gaming-Industrie gearbeitet und forscht nun zu Gender in Games. Relativ pauschal und verallgemeinert möchte ich einfach sagen, dass das natürlich eine Auswirkung hat, dass das Frauenbild, das Rollenbild, das in Computer- und Videospielen vermittelt wird, prägt den Alltag oder die Wahrnehmung von Frauen und Mädchen, die diese Produkte spielen. Den wenigsten Designern von Computerspielen geht es darum, die Wirklichkeit abzubilden. Und doch beeinflussen sie mit ihrer Darstellung von Frauenfiguren die Realität. Wichtig ist deshalb die Balance zwischen künstlerischer Freiheit und Verantwortungsbewusstsein, findet Hahn. Ich glaube, es muss beides geben. Ich glaube, es muss eine Vielfalt von beiden geben. Meinetwegen gerne auch stereotype Darstellungen mit großer Oberweite, aber dann bitte auch realistischere Darstellungen. Insgesamt geht es, glaube ich, ein bisschen darum, sich einfach kritisch damit auseinanderzusetzen. Ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma, wenn Frauen nicht nur die Controller erobern, sondern auch die Designstudios der Spielehersteller. So wie Katharina Kühn, leitende Grafikerin des Browser-Games Truck Nation. Ihre Figuren sind beides, selbstbewusst und lustvoll überzeichnet zugleich. Stärke und Schönheit schließen sich nicht aus, sagt sie. Da Frauen sich ja damit identifizieren, glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, dass sie schön ist. Weil man selbst will sich auch schön fühlen und man will eine schöne Heldin spielen. Und genauso attraktiv finden dann auch die Männer sie natürlich. Aber auch natürlich Stärke. Also unsere Katie Casco, die hat natürlich auch so etwas Keckes, Selbstbewusstes, Starkes, Emanzipiertes. Wobei sie aber immer noch schön und zart ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Dass es Sexismus in der Gaming-Szene gibt, kann man schwer leugnen. Aber es gibt auch die andere Seite. Designerinnen wie Kühn und Gamerinnen wie Monomon, die genauso Lust an übertriebener Darstellung haben wie die Männer. Frauen, die nicht vor Computerspielen beschützt werden müssen, sondern die in der Lage sind, selbst Spiele auszusuchen und zu entwerfen. Und die Freiheit lieben, für ein paar Stunden jemand anders sein zu können. Denn darum geht es im Spiel seit jeher.